Und warum werde ich schon wieder in Krokobas Chat getaggt mit Merle das Skelett, die Giraffe? Was? Was? Radagon ist so groß wie Merle. Merle FaceTime. Merle. Merle. Du shit gesagt. Merle, die Schmale. Einfach nur für Fitner gehen. What? What? Ja, der Knecht. Ich FaceTime den jetzt wirklich. Also Krokoboss. Spielt auch schon wieder Elden Ring, Mann. Was zum Fick? Hey! Merle, Merle. Weißt du, was Gucci gesagt hat? Merle, die Schmale. Nein, nein, er hat doch was gesagt. Er hat doch was gesagt. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Merle. Wie bitte? Was? Digga, Yoshi hat Köln-Verbot. NRW-Verbot. Er soll sich leer trauen. Weißt du was? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Yoshi und ich. Yoshi, hast du das Video von Pillow und Zabex gesehen, wie die beiden sich im Ring auf die Fresse gehauen haben? Ja, hat er. Naja, dann soll er nach Köln kommen und wir steigen in den Ring. Ich rufe den René an oder wie er hieß und dann, weißt du, dann ist das Ding durch. Merle, die Dünne, schreibt Henke. Hallo, was passiert hier? Was? Merle, du willst Yoshi aufs Maul hauen. Nein, nein, professionell boxen. Ah, professionell boxen, nicht aufs Maul hauen, sondern professionell boxen. Professionell die Fresse einschlagen. Oh, wo? Sie will ihm die Fresse einschlagen. Nein, nein. Ich streichle seinen Kopf. Boah, was? Nee, also wirklich, das nächste Mal, wir versammeln uns alle in Kölle. Yoshi soll kommen. Der soll erstmal seinen Arsch aus seinem Scheißkaff bewegen. Und dann soll er. Das ist wohl schön. Nein, dann soll er seine zwei Fußstapfen in den NRW-Bereich über die Grenze setzen, ja? Und dann soll er schauen, ob er da hier noch sicher rumlaufen kann. Merle ist gerade in dem Affen-Schacke-Film. So, oh, Yoshi, komm mal in NRW. Dann schauen wir mal, wie es nicht mehr du bist. Boah! Nee, weißt du, ich weiß halt, dass der Mann niemals seinen Arsch da raus bewegen will, deswegen ist das alles okay. Wie krass würdest du deine Chancen gegen Yoshi in einem Boxkampf sehen? Was hat Yoshi gerade für einen Bizeps? Er hat kein Meterband hier. Dann soll er das mit irgendwas anderem messen, mit einem Ladekabel? Merle, wie soll Yoshi seinen Bizeps mit einem Ladekabel messen? Hey Digga, bist du auf den Kopf gefallen? Ich dachte, du bist Ingenieur. Dann kann er sich ein Lineal nehmen danach und dann kann er das abmessen oder er hält es an sein Handy tatsächlich, weil das iPhone ist ja irgendwie so 15 cm lang oder so, 13? Nee, wie lang war das noch gleich, Chat? Ihr wisst es ja bestimmt. Und dann kann er ja auch einfach das abmessen oder nicht. 16. Hängt vom Modell ab. Ja, das ist ja nicht okay, schwer. Also ich will nicht so weit aus dem Fenster lehnen, ja? Ich bin mir sehr sicher, dass Yoshi einen breiteren Bizeps hat als du. Ja, dann lass uns doch tatsächlich einfach zu Mitte des Jahres einen Boxkampf, einen privaten machen. Und du kannst dir sicher sein, ich werde in Yoshi in der Ecke stehen. Verräter! Verräter! Ich werde in Yoshi in der Ecke stehen. Ja, okay, ich dachte, wir sind Freunde, aber anscheinend... Ich meine, schau, was soll ich sagen? Ihr seid beide meine Freunde, aber du hast angefangen jetzt mit Stress zu suchen. Na, stopp mal gerade. Wer hat mich die Giraffe genannt? Spul mal ganz kurz zurück in der Timeline. Wer hat angefangen, Stress zu suchen, hä? Cheffe? Du? Yoshi? Oder ich? Also das Einzige, was Yoshi dazu zu sagen hatte, war... Merle? Die Bühne. Ja, das ist egal. Das ist egal.